Hallo zusammen, in diesem Lernvideo beschäftigen wir uns ein wenig mit dem Zusammenhang von Brüchen und Prozenten. Prozent bedeutet nichts anderes als von 100, dieses Zeichen kennt ihr ja wahrscheinlich. Eine Prozentangabe lässt sich also auch immer als ein Bruch schreiben, dessen Nenner den Wert 100 hat. Schauen wir uns das einmal an, wie wir Prozente in Brüche umwandeln können. 1% ist nichts anderes als 1 durch 100 bzw. 1 Hundertstel. 25% sind 25 Hundertstel, 100% sind 100 Hundertstel. Ihr seht schon, das ist immer nach demselben Schema, relativ einfach. Je nachdem, welche Zahl hier im Zähler steht, kann ich die Brüche auch noch weiter kürzen. 25 Hundertstel wären zum Beispiel genauso viel wie 1/4 und 100 Hundertstel kann ich sogar ausrechnen. Das sind genau 1. Würden wir das allgemein aufschreiben wollen, dann wäre x Prozent als Bruch geschrieben, also nichts anderes als x durch 100. Das Ganze funktioniert auch in die andere Richtung, das heißt, ich kann Brüche in Prozente umwandeln. Dabei lassen sich allerdings nur solche Brüche umwandeln, deren Nenner irgendwie auf 100 erweitern oder gekürzt werden kann. In diesem Beispiel haben wir 8 Zwanzigstel. Wir wissen, der Nenner muss 100 ergeben, damit wir die Prozentangabe ablesen können. Das heißt, wir müssen den ganzen Bruch mit 5 erweitern. Erweitern heißt, wir multiplizieren sowohl Zähler als auch Nenner mit derselben Zahl. Das heißt 8 mal 5 und 20 mal 5. Dann erhalten wir 40 Einhundertstel und das können wir ablesen, sind 40%. Das Ganze würde eben auch in die andere Richtung mit Kürzen funktionieren, müssen wir jetzt kein extra Beispiel zu machen. Ihr seht also, der Zusammenhang von Prozenten und Brüchen besteht vor allen Dingen daran, dass man diese Angaben gegenseitig umwandeln kann. Von Prozent in Brüchen, indem ich einfach den Hundertstelbruch aufschreibe und gegebenenfalls kürze. Von Brüche in Prozente komme ich, indem ich den Nenner, sofern möglich, auf 100 erweitere oder kürze.